Bahn. Wir schalten zum Rosengarten, wo der Präsident mit seinem russischen Amtskollegen auftritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Preis? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Preis, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Oh, jetzt spielen wir Captain Price. Sicher, dass uns diese Panzerung schützt? Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert. Mein Arabisch ist etwas eingerostet. Feuer! Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ich habe mich eingeklinkt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Lol, sind wir jetzt hier, machen wir jetzt hier auf Iron Man oder was? Das ist für Soap. Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Die zweite Welle wird jeden Moment kommen. Genau, so jetzt geht's ab, die Leute. Lasst uns die Bude hier stürmen. Los, lass mich nicht davon kommen. Genau so, Juri, so wird das gemacht. Los hier. Raketenwerfer, erster Schock. So, genau. So. Das soll auch jetzt mal so lange alle tot sein, oder? Zivilisten kommen raus, nicht schießen! Oh. Nikolai, wo ist Makarov? Doch im Atrium, aber der bewegt sich. Doch, wir haben einen von den Zivilisten erschossen. Ups. Los, Juri, ich geh rechts hoch, du gehst links hoch. Die Rolltreppe rauf! Nikolai, wir brauchen diese Liste! Ich hab es gleich! Vorrücken! Okay, kontrolliere die Aufzüge, schicken sie in euer Stockwerk! Mein Gott. Was für eine Action schon wieder. Genau so. Juri, du klärst es mal ganz kurz, okay? So, jetzt bin ich wieder bei dir, Juri. Genau so. Lass mal die Bude hier stürmen. Der Lift ist davon!
Los, komm, Juri. Sakharov ist ins Restaurant im gleichen Stock. Er hat jede Menge Wachen dabei. Womit bekommen wir es zu tun? Mehr als 40 Soldaten, MPs und Sturmgewehre. Feindlicher Helikopter in Anflug. Einer will zum Dach. Vermutlich zu Makarov. Hast du nicht bei Theory? Wow! Theory! Unsere Panzerung ist Schrott! Na toll, das wird dann jetzt ja richtig heiter. Nikolai! Wir brauchen einen anderen Lied! Verstanden ist okay! Das hält nicht mehr lange! Springen! Los, Bryce, das schaffst du. Sehr gut. Akaros Helikopter ist eben gelandet. Er ist auf dem Weg dorthin. Er wird nicht entkommen! So, da, hier, Chris zurück. Nein? Ah! Wieso bin ich so schlecht? Warum? Ah, Scheiße. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Ja, ich weiß. Juri, wo bist du? Boah! Alter, was war das denn? Puh. Boah. Ich denn? Ich hänge hier schon wieder irgendwo fest. Da ist er! Achtung, der Hubschrauber! Rakete! Wow! Ach du Kacke. Gott sei Dank habe ich gerade noch die richtige Taste gedrückt. Oh nein, Juri. Lass mich! Er darf nicht entkommen!
Bakaro fällt zum Dach! Sogar mit Quicktime-Event noch. Muss ich irgendwas drücken oder was? Price? Da ist Makaro. Wo geht es wieder auf so ein episches Battle? Auf Wiedersehen, Captain Price. Nein! Nein, Yuri! F drücken! Was denn? Ich soll doch F drücken, das hab ich doch gemacht. Jawohl. Los! Price! Oh, mit den schnellen Quicktime-Events. Tja, Makaro. Muss er sagen, Action pur hat ja Call of Duty. Ziel erfüllt. Was machen wir jetzt hier, Price? Ah, genau, zieh nochmal Onni am Klimmstängel. Was? Die wollen mich doch wohl jetzt hier verkackeiern, oder was? Das soll's gewesen sein? Da steht was drin, dass ich erst 47% des Spiels abgeschlossen habe. Also jetzt bin ich ja ein bisschen enttäuscht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Im Hauptmenü stand auch drin, dass ich erst 47% vom Singleplayer geschafft habe. Das glaube ich nicht. Naja, wir lassen jetzt erstmal hier die Credits durchlaufen und mal schauen, vielleicht gibt es dann auch wieder eine kleine Überraschung am Ende. Auf jeden Fall muss man sagen, wieder... Falls es jetzt wirklich das Ende sein sollte, wieder Top-Spiel gewesen, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die Story, und es sieht so aus, als wenn Modern Warfare eventuell zu Ende ist.
Ja, und was gibt eigentlich noch großartig zu sagen? Ich lasse jetzt einfach noch die Credits durchlaufen bis zum Ende und falls nichts mehr wirklich wieder. Falls jetzt nicht noch wirklich noch irgendwas danach kommt, verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal von euch. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet viel Spaß bei Call of Duty Modern Warfare. Und ja, ich sag einfach mal ciao ciao und bis zum nächsten Mal.